Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Und zwar, ihr habt es vielleicht schon gestern im Video mitbekommen, habe ich ein super tolles Weihnachts-Fanpaket bekommen vom lieben Chris. Ich habe schon mal reingeschaut gehabt mit euch, ganz grob. Und heute schauen wir hier mal richtig rein. Ich habe eine E-Mail vorher abbekommen. Ich war riesig überrascht. Ich bin vor allem jetzt, wo ich reingeschaut habe, mal ganz grob auch immer noch riesig überrascht, denn hier sind 100 neue Minifiguren und noch viele andere Kleinigkeiten für die Brickworld, die aktuelle und die Zukunft drin. Und ich denke, das ist so viel und ein so tolles Paket, dass wir heute mal hier zusammen reinschauen und anschauen, was da alles dabei ist. Ich habe extra hier eine 48er Baseplate mitgebracht, um die ganzen Figuren aufstellen zu können, die wir jetzt hier in diesem Paket drin finden. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze gleich im nächsten Cut mal ganz ordentlich zusammen an. Und ich bin einfach sehr, sehr glücklich mit diesem Paket und sage nochmal vielen, vielen Dank an dich. So, wer das Ganze gestern im kleinen Teaser noch nicht mitbekommen hat, hier liegt sowohl eine Postkarte als auch ein Brief. Auf dem Brief steht extra drauf, wie ihr sehen könnt, diesen Brief nicht vorlesen. Ich habe ihn persönlich gelesen. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auf jeden Fall. Eure beiden Figuren werden einen Platz finden. Ich zeige sie euch auch gleich. Und ansonsten die Postkarte, auf der steht nicht drauf, dass ich nicht vorlesen soll. Deshalb habe ich sie auch gestern schon vorgelesen. Jetzt lesen wir sie nochmal vorne für diejenigen, die das Video gestern nicht gesehen haben. Und das steht hier: Hallo Daniel, wie angekündigt bekommst du 100 neue Bewohner für deine Stadt und noch ein bisschen mehr. Viel Freude mit deinem Weihnachtsgeschenk. Da sage ich auf jeden Fall noch einmal vielen, vielen Dank an dich, Chris. Und zwar in der kleinen Schachtel ist die Sigfig, sage ich jetzt einfach mal, von Chris und seinem besten Freund. Und das Ganze sieht so aus. Ja, wenn hier rausfällt, das ist natürlich ein super Start für dieses Video. Und das sind die ersten beiden Figuren in diesem Paket. Ich halte jetzt mal die Hand drunter, damit das ein bisschen besser fokussiert. Und dann stellen wir die auf jeden Fall schon mal hier drauf, würde ich sagen. Und dann zeige ich euch mal kurz, wie das Ganze sortiert ist. Und zwar sind hier ganz viele Tüten drin. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Und hier steht es drauf, in Berufs- bzw. Arbeitskleidung. Und also schauen wir mal kurz rein. So sieht das Ganze aus. Und ich fange jetzt einfach mal an, uns die ganzen Figuren anzuschauen, denn ich muss sagen, es ist wirklich beeindruckend. Irgendjemand hat hier seine Haare verloren. Lass mal kurz schauen. Der hier hat seine Haare verloren, kein Problem. So, dann fange ich mal an. Und zwar haben wir hier sowohl einen Mann als auch eine Dame hier in diesem Astronautenanzug. Die kann man sicherlich auch noch sehr schön irgendwo einbinden. Auf jeden Fall sind die schon mal super praktisch. Ich lege das mal alle hin. Dann machen wir mal weiter mit den nächsten. Hier haben wir, ja, es sind sogar noch einige weitere. Hier haben wir verschiedene Bauarbeiter in, oder auch nicht nur Bauarbeiter. Das ist rechts und links sind irgendwelche, ja, doch mit wahrscheinlich auch Bauarbeiter, irgendwas in dieser Richtung. Die sind natürlich auch super geeignet für die Baustelle, die ja noch geplant ist. Wir haben hier die kleine Baustelle in dem aktuellen Layout, aber die Baustelle kommt da ja weg und wird anderswo in der Brickworld im neuen Layout deutlich größer ihren Platz finden. Da haben diese Figuren sicherlich auch einen schönen Platz. Machen wir hier mal weiter. Und dann haben wir hier noch weitere Handwerker mit diesem schönen Latzhosen-Design. Ich finde auch den Herrn in der Mitte mit seinem Schnauze super toll. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und dann machen wir mal die weiteren Berufsbekleidungsmenschen. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass hier sehr schön durchgemischt ist, was das Thema Männer und Frauen angeht. Wir haben links einen Gärtner und in der Mitte haben wir, wir haben drei weitere Figuren, die fürs Krankenhaus geeignet sind, was ein sehr gutes Stichwort ist, denn ich habe tatsächlich auch vor, im neuen Layout irgendwann ein Krankenhaus zu bauen, was natürlich auch wieder ein Riesenprojekt werden wird, denn auch wenn es ein kleines Krankenhaus in Anführungsstrichen ist, wird es natürlich groß werden. Da ist ja einiges zu tun und mal schauen, wann wir dazu kommen. Aber das nächste große Projekt nach dem Bahnhof ist natürlich erstmal das Technische Museum, über das ich schon sehr, sehr lange gesprochen habe. Und ich würde sagen, ich stelle jetzt mal diese Figuren alle auf die Platte und dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Beutel. Und da kommen wir auch zur nächsten Abteilung, diesmal beschriftet mit, ich glaube, Freizeitkleidung, weibliche Figuren. Und das sind die ersten vier. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Figuren. Die sind sehr, sehr schöne Prints vergeben, auch die Gestaltung mit sehr verschiedenen Haaren und Köpfen etc. Ich würde gerne mal wissen, wo du die ganzen Figuren alle her hast, denn das sind ja alles, ich glaube, dass die teilweise natürlich aus Lego-Shops stammen. Hier sind die nächsten vier, auch die sehr, sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Auch diese Dualprints teilweise hier oder die hier mit der lustigen gepunkteten Hose, das ist alles super toll und wird sehr, sehr viel Leben in die Brickworld bringen. Und ich muss sagen, das sind viel mehr Figuren, als tatsächlich jetzt ins aktuelle Layout passen. Da muss man sagen, auf jeden Fall super, dass wir die Stadt erweitern werden. Auch hier, das hier ist ja auch sogar mit so einem Tuch, ist ja irgendeine Wintersportlerin. Hier die Kette finde ich auch sehr, sehr schön. Auch hier mit dem Helm, da kann man wirklich super tolle Sachen draus machen. Da müssen wir uns echt mal überlegen, was wir damit alles machen, weil aus dieser Fundus-Kiste wird echt noch einiges machbar sein. Da kann man schöne Geschichten machen. Hier mit dem etwas asiatischen Design kann man vielleicht noch auch im chinesischen Restaurant einbauen. Hier dieses Haarteil gefällt mir. Ist das nicht irgendwie von Lea? Und auch hier das Mädchen hier, das ist einfach super toll. Hat die ja so ein lustiges, ja, die hat so ein lustiges Pflaster oder ein kleines Tattoo im Gesicht. Also das sind nur die Damen in Freizeitbekleidung und gleich zum nächsten Cut. Und weiter geht's mit den Strandfiguren, wie sie betitelt sind. Hier die erste Abteilung und die sehen wirklich super toll aus. Ich muss einfach sagen, es sind wirklich sehr, sehr schöne Figuren. Passen natürlich alle super ins Design der Brickworld. Unser Strand ist ja in Anführungsstrichen schon relativ voll. Aber wir müssen ja bedenken, im neuen Layout wird vorne am Strand nochmal eine Reihe von 32er Baseplates hinkommen. Das heißt, der Strand wird auch nochmal ein bisschen größer und auch anderswo wird es wahrscheinlich nochmal einen Strand geben. Und da werden auf jeden Fall all diese Figuren auch noch ihren Platz finden. Also das sind ja noch nicht mal alle, die zum Thema Strand da sind. Da kommen jetzt noch ein paar weitere. Auch hier wieder sehr, sehr schön zusammengestellt. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin einfach, ja, ich kann einfach nicht sagen, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für all diese tollen Figuren. Vor allem der hier rechts sieht auch super toll aus. Und dann gehen wir gleich nochmal zur nächsten Gruppe, denn die nächste Gruppe heißt laut Verpackung Musiker und die sind auch wirklich sehr, sehr schön. Die haben alle, die könnten fast alle von der gleichen Band stammen. Vielleicht kann man da so ein kleines Konzert irgendwo in die Stadt mal bauen. Kommen auch die passenden Instrumente dazu, eine kleine Stage, ein paar Leute, die davor stehen. Ich glaube, das wäre auch eine schöne Geschichte. Weiter geht's mit vier schicken Feuerwehrmännern, beziehungsweise drei Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau. Und auch diese werden sicherlich einen schönen Platz irgendwann in der nahen, mittleren, fernen Zukunft in der Brickworld finden, denn ein Feuerwehreinsatz ist eine Sache, die auch schon lange auf der Liste steht. Mal schauen, wann und wo das passieren wird. Ich bin selber gespannt. Da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel noch machen zum Thema Beleuchtung. Das wird eine schöne Geschichte. Und das nächste sind weibliche Figuren mit Röcken. Fällt mir auch sehr gut. Das sind die ersten drei. Und dann kommen gleich nochmal drei dazu. Auch mal die Dame mit den blauen Haaren hier drüben. Hier eine etwas ältere Dame vermutlich. Alles sehr, sehr schön. Und es ist noch lange nicht alles. Also ihr seht schon, hier liegen und stehen einige Figuren. Es kommen aber gleich noch mehr. Die nächste Tüte ist beschriftet mit Männer in Freizeitkleidung. Und das sind wirklich nochmal sehr, sehr viele Figuren. Hier die ersten vier. Sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr nett. Und hier rechts, das könnte fast ein Fußballtrikot. Ne, es ist so ein Segeltrikot, glaube ich. Und auch hier links der Herr in dem asiatischen Look auch sehr, sehr schön. Ich finde auch die Zusammenstellung mit den Köpfen und den Frisuren, die sind so schön unterschiedlich. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Leben in die Stadt bringen. Auch der Herr hier rechts, der sehr behaarte. Das ist wirklich super toll. Kommen wir mal zu den nächsten gleich. Das sind ja wirklich so, so viele Figuren. Vor allem jetzt hier diese Tüte war wirklich gerammelt voll. Schaut euch mal das an. Auch noch ein kleiner Junge links und die sind so, so schön unterschiedlich. Das bringt so viel Leben in die Stadt. Ihr merkt es vielleicht, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und sehr froh über dieses tolle Paket. Schaut mal hier noch vier weitere. Super, dann kommen noch mehr, es kommen noch mehr. Hier sind die nächsten vier. Hier auch ein Herr in einem schicken Anzug. Mal schauen, wo wir den hinbringen. Vielleicht in die Anwaltskanzlei noch. Uns fehlt ja noch der zweite Anwalt, ehrlich gesagt. Und auch dieser Anzug ist super, super schön. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber es kommen noch fünf weitere männliche Figuren im Freizeitlook. Die tue ich jetzt einmal auf die Hand. Mal schauen, dass die mir nicht runterfallen. Und da haben wir jetzt hier zwei sehr, sehr schick gekleidete Herren rechts. Dann nochmal einen im Anzug mit Lederhandschuhen, würde ich sagen. Das ist hier ein bisschen richtig Freizeitlook. Und hier ein älterer im Wollpullover. Also, ich stelle die jetzt auch mal hin und dann kommen wir gleich zum nächsten Paket mit Minifiguren. Weiter geht's mit Figuren in Berufsbekleidung. Also hier vor allem im Bereich des Nahrungsverkaufs, sage ich mal. Das sind die ersten vier. Ein schöner Koch. Hier rechts einer, der im Café arbeitet. Wir haben da noch einiges vor, vor allem im Bahnhof. Aber da kommt noch mehr dazu. Und zwar weitere Figuren in Arbeitskleidung. Schaut mal hier.
noch mehr, vor allem Köche, vor allem finde ich das hier lustig. Der hat einen schönen doppelt einen Kopf, sieht ein bisschen lustig aus von hinten. Aber doch. Ich finde ja immer die Figuren mit diesem Schnauzbarten voll lustig. Ich habe davon gar nicht so viele. Und da sind nochmal drei, schaut mal her, nochmal ein ganz anderes Design. Also nicht Design in der Kleidung, sondern halt vor allem Kopfbedeckung oder beziehungsweise Haare und Gesicht. Und dann kommt noch ein besonderes Highlight, und zwar kommen jetzt noch ein paar Figuren zum Thema Fasching beziehungsweise Karneval, also verkleidete Figuren. Und da wartet mal, ich hole mal die ersten vier. Das sind die ersten vier. Wir haben ja, ursprünglich hatten wir ja mal die Idee, so einen Kostümladen in den Bahnhof zu bauen. Inzwischen habe ich ja die Idee, auch in der Stadt so ein Kostümfest vielleicht irgendwo, so ein Straßenfest noch hinzubauen. Ich weiß, wir haben das Mittelalter-Fantasy-Festival in der Altstadt, aber in der richtigen, neueren Stadt könnte man auch so ein kleines alternatives Kostümfest vielleicht noch bauen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Aber das sind jetzt erst 96 Figuren, nein, 97 Figuren. Es fehlen noch drei. Die kommen jetzt gleich. Moment. Und zwar nochmal drei kostümierte Figuren. Schaut mal hier, einer im Bärenkostüm, dann die Dame hier mit ihrem Katzenkostüm und dann noch dieser Clown. Und das sind jetzt tatsächlich 100 Minifiguren. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank dafür. Aber das Paket ist damit noch gar nicht fertig, denn im Paket sind noch Unmengen an Zubehör für die ganzen Minifiguren. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. So, ich fange jetzt erstmal den ganzen kleineren Tüten an. Also wir haben hier eine ganze Wagenladung an Besen. Also die Stadt wird sauber sein in naher Zukunft. Dann haben wir hier noch einiges an Instrumenten, womit wir beim Thema sind, ob wir so eine kleine Band vielleicht irgendwo auf eine kleine Bühne bauen. Dann hier noch so Zauberstäbe etc. Auch das ist sicherlich ganz cool einsetzbar. Dann hier noch einiges an Werkzeug in allen möglichen Formen, Arten. Auch hier die Säge, Axt etc. Der Hammer. Alles, was man so braucht. Also das wird auf jeden Fall super werden in der Brickworld. Auch hier zu Bürsten, aber auch die Schirme sind super toll, denn mir ist echt aufgefallen, dass in der Stadt eindeutig zu wenig Leute mit einem Schirm herumlaufen, denn das bringt auch so ein bisschen Details in die ganze Geschichte. Hier noch ganz viele Schaufeln, die kann man natürlich zusammen in Kombination mit den Besen super gebrauchen. Und hier haben wir noch ganz viele, das sind Laptops. Und in einer modernen Welt wie in der Brickworld gibt es natürlich nicht genug Laptops. Und das ist auch noch ganz cool, das passt nämlich super zu unserem Projekt in der Altstadt, denn es gibt ja, wie gesagt, das Fantasy Mittelalterfest. Und da wird es sicherlich auch auf irgendeinem Platz so einen kleinen Schaukampf geben. Und da kann man die Schwerter sicherlich sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Aber es geht noch viel weiter, denn jetzt kommen die ganzen Päckchen, die noch etwas größer sind. Schaut euch das mal an. Ganz viele Bögen und hier sind Schwerter und Peitschen. Und hier sind, was ist denn da noch alles drin? Da sind Handschellen drin und diese kleinen Kerzen. Und was ist das denn da? Fernglas etc. Also ganz viel Kram, das einfach super toll Leben in die Stadt bringen wird. Aber auch das ist noch nicht alles, denn es geht tatsächlich noch weiter. Schaut mal, die nächste Box hier. Das sind ganz viele von diesen Surfbrettern, das ist Snowboard. Ist das hier drüben? Dann ist hier noch ganz viel Kleinkram. Das ist also Medaillen zum Umhängen. Ich will es jetzt gerade nicht aufmachen. Ah, Baseballschläger sind hier hinten, noch Tennisschläger. Dann ganz viele von diesen Gummitieren. Von dem haben wir, glaube ich, schon eins am Strand momentan. Also, wie gesagt, der Strand muss auf jeden Fall viel, viel größer werden, wie ihr sehen könnt. Und das nächste Paket ist das hier. Das ist auch super toll. Schaut euch das mal an. Ganz viel Kram. Hier Taschen und Körbe, die man hinten drauf machen kann. Hier so ein kleiner Werkzeugkasten. Ganz viel. Die kenne ich ja noch gar nicht. Ganz viel Essen. Und hier drüben auch noch ganz viel Süßkram. Also. Ihr seht schon, die Details in der Brickworld werden enorm anwachsen, dank diesem tollen Weihnachtspaket. Und hier noch eine Box, jetzt wird es nämlich noch interessanter. Schaut mal, hier sind nicht nur ganz viele Hühner. Hier ist auch noch so ein kleiner Pinguin, den sieht man jetzt nur ein bisschen von oben. Zwei Chamäleon. Was haben wir hier noch? Ganz viele Hunde, ganz viele Dackel. Und ganz viele Ratten, also auch dafür vielen, vielen Dank. Es wird wahrscheinlich bald eine Dackelausstellung geben in der Brickworld. Und dann hat er mir noch Kleinigkeiten dazugelegt, und zwar hier ist sein eigenes Pflanz-Topf-Design. Das ist hier mit diesen Elementen, die eigentlich für Autoreifen sind. Ist wirklich eine super Idee, das so zu benutzen. Also auch dafür vielen, vielen Dank. Und dann noch ein bisschen eine extra Tüte, da stand Gebrauchtware, was mich wieder zum Schluss bringt, dass das hier alles Neuware ist. Also vielen Dank. Noch zwei Figuren, also eigentlich sind wir jetzt bei 102, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und da ist noch ein bisschen dazu. Wir haben hier noch eine kleine
Schlange, nochmal so einen kleinen Rucksack, ein Fahrrad, davon gibt es auch eindeutig viel zu wenig. Ich muss echt mal überlegen, ob wir nicht mal einen Fahrradweg in die Stadt bauen. Und noch eine Schubkarre, also ich gehe mal die Kamera mit euch nach oben. Hier seht ihr jetzt alles, was dabei war. Also allein diese Armee an Minifiguren, der ganze extra Kram. Ich will gar nicht wissen, was das alles gekostet hat, aber ich kann nur nochmal sagen, vielen, vielen Dank an dich, Chris. Und ich werde jetzt gleich nochmal einen Cut machen und dann stellen wir schon mal dich und deinen Freund in die bisherige Altstadt, damit die schon mal ihren Platz in der Stadt finden. Und alle anderen werden dann peu à peu ihren Platz in die Stadt finden, ins aktuelle Layout. Sehr viele wahrscheinlich auch ins kommende größere Layout. Und ich sage einfach vielen Dank und wir machen gleich nochmal einen finalen Cut mit euch in der Innenstadt. Ja, doch Innenstadt, in der Altstadt. Und da habt ihr wie gewünscht einen Platz in der bisherigen Altstadt gefunden. Die ist ja noch nicht so groß, aber ihr wisst ja, also alle, die jetzt zuschauen, dass die Altstadt noch deutlich größer werden wird. Vor allem auch dann, wenn wir im neuen Layout noch ganz ein Stück in die Richtung weiter wachsen werden. Dann werden wir sicherlich noch einen vielleicht schöneren Platz finden. Da kann man dann drüber reden, was euch besser gefällt. Aber momentan seid ihr hier schon mal eingebunden. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Platz hier jetzt erstmal. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für dieses tolle, tolle, tolle Paket. Vielen Dank. Und dann bleibt mir da nicht mehr so viel zu sagen, denn das war das Video für den 23.12. Und ich hoffe immer noch, dass morgen mein Plan mit dem, naja, Anführungsstrich Überraschungsvideo für den 24.12. fertig wird. Denn da habe ich noch ein bisschen was geplant. Das ist noch nicht fertig. Aber ich hoffe, es wird noch fertig hier in der Brookworld. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank für das Paket. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen, wenn es auch dann ganz tolle Geschenke für euch alle hoffentlich gibt. Tschüss!